Zum Impfgipfel, dass wir nach wie vor zu wenig Impfstoff haben, ist kein Geheimnis. Und dass zum Zweiten die Bundesregierung ein Stückchen weit blind für die Situation derjenigen ist, die in Armut leben, in finanziell schlechten Verhältnissen, bedeutet gleichzeitig, dass wir keinen übergeordneten Gesundheitsschutz auch in der Masse der Bevölkerung erreichen. Deswegen unser Vorschlag, Christine Wopen zu folgen, die ja gestern Abend auch vorgeschlagen hat, dass es Impfmobile in sozialen Brennpunkten geben sollte. Ich würde das teilen. Die sozial schlechter gestellten Bevölkerungsgruppen sind ja in der Priorität in der Stufe 3. Ich glaube nicht, dass es sehr viel Sinn macht, die Priorität tatsächlich zu erhöhen, sondern eher Kontingente zu schaffen, egal welche Priorität gerade dran ist, und ansonsten einen Schwerpunkt darauf zu legen, dass Menschen in einer sozial schwierigen Lage zu Impfstoff kommen. Das Zweite, weltweit hat sich herausgestellt, dass die Rüstungsausgaben gestiegen sind, trotz Corona. Das ist aus meiner Sicht eine völlig absurde Situation, in einer Zeit, in der der Gesundheitsschutz ganz oben stehen muss, nach wie vor die Rüstungsaufgaben zu steigern. Deswegen erneuere ich nochmal unseren Vorschlag, den wir als Linke machen: 10% Kürzung aller Militärausgaben weltweit. Das würde bedeuten, wir würden etwa 200 Milliarden US-Dollar für medizinische Versorgung, Klimaschutz und Ähnliches zur Verfügung bekommen. Die WHO als Vergleich hat derzeit für die Pandemiebekämpfung in den Jahren 20 und 21 ein Volumen von 9 Milliarden zur Verfügung. Das heißt, wenn man also Gesundheit global nach vorn stellen will, gibt es Wege, das zu tun. Der dritte Punkt, die Tarifrunde Metall-Ost. Ich finde es ehrlicherweise eine absolute Frechheit, dass 31 Jahre nach der Wende die Arbeitgeber immer noch die Ost-West-Angleichung bei den Arbeitszeiten im IG Metall-Bereich und generell ablehnen. Das bedeutet, dass im Osten die Arbeitnehmerinnen 3 Stunden mehr in der Woche arbeiten sollen. Das bedeutet insgesamt etwa einen Monat länger zu arbeiten für das Jahr. Ich bin eigentlich sprachlos, ob der Ablehnung hier auch nach wie vor. Es wird dieselbe Arbeit geleistet und es ist überhaupt nicht zu vermitteln, warum Arbeitnehmerinnen im Osten 3 Stunden länger arbeiten sollen als ihre Kollegen in den westlichen Bundesländern. Die Einigung in NRW, in diesem Metallbezirk, hat ja 500 Euro Corona-Prämie mit sich gebracht als Sonderzahlung für 2022, als auch eine 4-Tage-Woche möglich gemacht. All das sollte durchaus nochmal in die Tarifrunde einfließen. Und nochmal zu der Branchentarifvertragbindung generell. Da sind wir in den westlichen Bundesländern bei 27%, im Osten bei 16%. Dass aber tatsächlich die Tarifbindung für ein Unternehmen auch für die Arbeitnehmerinnen einen höheren Lohn bedeutet, kann man an allen Untersuchungen sehen. Das macht in etwa in den Branchen spezifisch zwischen 500 und 800 Euro bei derselben Arbeit aus. Soweit vielleicht zu unseren Schwerpunkten. Sollten die Priorisierung der Impfungen früher aufgehoben werden? Frage 2: Welche Freiheiten sollten Geimpfte bekommen? Die erste Frage. Also ich bin nicht der Auffassung, dass die Priorisierung aufgehoben werden sollten. Aus dem einfachen Grund, die Priorisierung dienen dazu, gefährdete Bevölkerungsgruppen tatsächlich zu schützen und zuvorderst zu impfen. Man kann die Priorisierung nicht aufheben, solange wie man nicht absichern kann, dass diejenigen, die aufgrund von Alter, von Vorerkrankungen, von sozialer Situation mehr gefährdet sind als der Rest der Bevölkerung. Solange kann man die Priorisierung aus meiner Sicht nicht aufheben. Die zweite Frage war: Die bekommen? Na, ich halte es da mit Bodo Ramelow und würde sagen, Geimpfte sollten denselben Status wie Getestete einnehmen können, als auch diejenigen, die Corona überwunden haben.